Willkommen zurück zu Top Raider 6. Ja, dann wollen wir noch mal gucken gehen. Ich glaube, es könnte sein, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Mit dem, dass man vielleicht, wenn das Ding da rollt, dass man vielleicht daneben läuft. Aber warte mal, hat sie nicht hier, sie hat ja hier. Das Ding ist doch gar nicht mehr da. Ich dachte, sie zielt jetzt vielleicht noch mal. Ja, sicher. Da ist gar nichts. Ich mach noch mal hier. Können mich denn die Gelben umbringen? Ich meine, die Roten? Ja. Die Gelben auch. Okay. Da haben wir, glaube ich, ein Problem. Wisst ihr, wenn das Ding hier durchgerollt ist, hätte ich vielleicht aufpassen müssen und dann nebenher laufen müssen. Ich dachte jetzt, die roten Laser, die, dass die mich. Das ist ja blöd. Warte mal. Ja, da stirbt man auch. Muss ich dann jetzt etwa mit Anlauf vielleicht? Okay, da explodiert dann auch was. Ah, warte mal. Können Sie da nicht drauf schießen? Das ist aber Müll. Wie soll man denn, die können doch nicht davon ausgehen, dass man weiß. Warte mal. Nee, so solltest du es nicht machen. Aber seht ihr, dann sind auf einmal die, die Laser weg. Ich kann nur höchstens noch mal versuchen, dass sie richtig. Na, sie bleibt da stehen. Das ist das Blöde. Das ist richtig kacke. Und hier will sie ja nicht hoch, ne? Doch, da will sie hoch. Aha. Die Frage ist jetzt aber vielmehr, ob sie auch, sollte ich hier safen oder sollte ich hier nicht safen? Lieber nicht, ne? Auf die Schrankteile, ob sie da drauf stehen könnte. Aha. Die hat aber drauf gestanden. Moment. Kann ich vielleicht da auf die Kante? Mädel, da ist doch eine kleine Kante. Da kannst du doch locker. Ja, die Frage ist, wenn ich jetzt hier durchspringe, dann bin ich bestimmt tot, ne? Ich denke mal, dass wir auf den Schrank hier drauf müssen und dann darüber hüpfen. Auf den nächsten Schrank, nehme ich mal an. Sonst hätte es jetzt, sie war ja schon auf den Schrank. Ich hätte nur einen Schritt zurückgehen müssen. So, ich guck, könnt ja mal gucken. Ja, da stirbt sie natürlich. Ist ja klar. Na, ich habe mit Absicht keinen Safe gemacht, aber ich wusste nicht, dass sie auf diese Kabelrolle raufgehen kann. Ich habe mir jetzt nur gedacht hier, weil man vorhin ja genau an der Ecke gestanden ist. Und
So, so meine ich. So, vielleicht, so. So, ne? Nein, nicht drüber weg. Da muss ich noch in, Lara. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, dass das funktioniert. Vielleicht sollte das nicht so funktionieren. Ich denke mal, man soll, wenn die Kabelrolle hier durchrollt, dass man so nebenher läuft. Kann ich mir das vorstellen, aber ich glaube, dass wir das auch so hinkriegen können. Ah, nee. Geht so runter. Und das Blöde ist, dass sie sich nicht hier hochzieht. Nee. Will sie nicht. Ach, das. Und hier kann man auch nicht unter durchkriechen, ne? Oder? Kann man? Okay, man kann. Okay. So, haben wir jetzt hier eine Option. Das müsste so. Ah, nee, das ist noch ein roter. Hab ich gar nicht gesehen. Hier ist ein roter. Da vorne ist noch ein roter. Ich kann mir vorstellen, da auf die Kiste. So. Ja, so nicht, Lara. Wir arbeiten jetzt doch da mal mit Saves, weil ich habe ja noch einen externen, noch einen extra Speicherplatz, wo wir da oben angefangen haben. Okay, soweit so gut. Einmal bitte hier. Einmal bitte hier rauf. Ja, ne, So, dann können wir gleich mal gucken, ob sie noch mal. So ist sie drüber gesprungen, ne? So wie vielleicht. Ne, das reicht auch nicht aus. Okay, es hat aber schon gut geklappt mit dem Runterkriechen. Ich gehe mal weiter hier hin, damit ich keinen Schaden kriege wegen der Mine da. Naja, habe ich doch Schaden gekriegt. So, ich hätte ja gesagt, wenn der hier vorne nicht gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, so, hier safe ich mal. Sie muss da wirklich ohne. Ah. Wieso? Da war doch gar nichts. Jetzt ist aber gut. So, hier kann ich leider nicht. Würde sie denn vielleicht. Moment. Wir müssen ja alles ausprobieren. Wie nah kann ich an den rangehen? So. Okay, da springt sie. Muss ich weiter? Okay. da muss ich weiter wegstehen. Sie macht dann ziemlich. Moment. Könnt sie vielleicht auf die Kabel trommeln? Nee. So, höchstens, ne? So, höchstens. Ja, oder vielleicht ein kleines bisschen noch. Aber bei der Kabeltrommel ist doch gar nicht. Ah, jetzt bin ich hier. Ach, und den letzten hält ja die Kabel. Wieso sind wir dann vorhin gestorben? Ah, ich bin mir nicht sicher. So. Einmal frei. Jo, haben wir geschafft. Knapp 10 Minuten gebraucht dafür. Ja, dass man bei dieser Kabeltrommel dann hier so daneben läuft. Ich will jetzt da nicht nochmal hingehen. Weil wir müssen ja hier. Ah ja, da hinten geht schon die Tür auf, ne? Sehe ich das? Oder nee, das ist ein Bug.
Das ist buggy. Oder warte mal, haben wir hier? Hier hatten wir auch eine Tür. Hier vielleicht. Ah, jetzt kriegen wir auch was geschrieben hier. Okay, wir können hier rausgehen. Anscheinend war das richtig. Das save ich mal hier. Ui. Oh, hier sieht es aber schön aus. Schön tropisch. Obwohl diese... Sind das hier... es sah halt aus wie so... kennt ihr hier diese, die am... am See oder so? Bullerbesen oder wie man die nennt? Ich... keine Ahnung jetzt. Diese braunen Dinger. So, hier haben wir nichts. Muss ich nur auf die andere Seite oder rennen hier eklige Viecher rum? Ich höre eine Biene. Okay, hier könnte eventuell Wasser rauskommen. Ah, die sind ein bisschen riesig, alle die Pflanzen. Da vorne ist eine fleischfressende Pflanze, das sehe ich schon mal. Aha. Fleischfressende? Ist das hier, sind das auch fleischfressende? Ich sag dir. Oh, nee, nee, nee. Die hat irgendwelches Gas ausgeströmt. Okay, die machen nichts. Vielleicht sollte ich hier noch mal in die Mitte gucken. Ach, hier ist jemand. Okay. Ich warne Sie. Keine Bewegung. Sie stecken in großen Schwierigkeiten, junge Frau. Eindringlinge überleben hier nicht lange. Beantworten Sie einfach meine Fragen. Okay? Gut. Frage 1. Wer sind Sie? Frage 2. Was haben Sie und Ihre Freunde vor? Sie dürfen auch beide Fragen gleichzeitig beantworten. Sie wissen wirklich nicht, wer die Kabal sind? Wir stehen für eine neue Weltordnung auf Erden. Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Ignorante Sterbliche. Die Kabal. Wir kontrollieren alles hier in Prag. Wir werden unsterblich sein. Und Sie werden jämmerlich sterben. Unsterblich? Das ist beeindruckend. Und wie wollen Sie das anstellen? Meister Eckhart wird die Nephilim auferwecken. Und weil wir ihm zu diesem Triumph verholfen haben, schenkt er uns die Unsterblichkeit. Wenn ich von jedem Wahnsinnigen, der mir so etwas erzählt, einen Dollar bekäme... Ihre Ignoranz macht sie blind. Das letzte Element für das Ritual ist längst hier im Strahov. Und das wäre? Der letzte Nephilim, der Cubiculum Nephili, der Schläfer. Sie haben richtig gehört. Der letzte Überlebende einer verlorenen Rasse ist hier im Strahov. Die Nephilim sind doch nur ein Mythos. Sehen Sie, Ignoranz! Mit diesem wertvollen Exemplar kann Meister Eckhart eine neue Generation wahrer Nephilim züchten. Keine Ungeheuer, die Amok laufen wie Boas Proto-Nephilim. Sie hat für ihre Dummheit zu Recht bezahlt. Ja, das ist ziemlich unangenehm, wenn Ungeheuer frei herumlaufen, was? Sie wissen nicht, worüber sie sich lustig machen. Aber gut, lachen Sie doch darüber. Diese Sau. Was hat er gemacht? Uns mit irgendwelchen... Na, ich denke mal, wir müssen hier weiter. Nephilim. Also das Vieh, was da jetzt frei geworden ist, dieser Art Wolf, das ist nicht der Nephilim, den sie meinen. Weil der, da hat man ja schon mal einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo man die Hand gesehen hat, ist quasi... Da haben wir auch ein Bild von. Aha, hier soll ich also nicht hin.
Ja, und was jetzt? Kann man hier irgendwo... muss ich etwa wieder zurück? Kann das sein? Komm, ich will mal von so einer Pflanze gefressen werden, aber die machen ja nichts. Halt, hier war eine Hand. Hier war eine Hand. Ach so. Ja doch, die greifen nach mir. Der eine tut Zeug ausspucken. So, hier geht auch nichts. Ja, müssen wir anscheinend wieder raus hier. Da hatte ich ja schon geguckt. Na gut. Weil dann ist er wahrscheinlich hier geflüchtet. Hier raus. Ach, das ist so eine Art... Nö, hier komme ich nicht mal raus. Wieso nicht? Muss ich doch hier irgendwas machen? Die Frage ist jetzt was. Moment mal, da hinten oben. Ist das eine Tür? Da oben? Nee, ne? Da oben. Ist doch ein Fenster offen oder so, ne? Komme ich da irgendwie hin? Indem ich hier auf die Dinger... Wenn sie da mal aufgehen würde... Gehst du da nicht rauf? Okay. Ich wollte eigentlich auf das Teil hier... Ach, das ist gar kein, das ist nur so ein... Okay, ich mich geirrt. Ja, wie kriegt man denn jetzt hier die Tür auf? Mach die Tür auf! Oh, habt ihr hier irgendwo noch einen Hebel oder irgendwas gesehen? Ich nicht. Ja, witzig. Und mit die Pflanzen jetzt hier kann ich dir eine... Die kann ich nicht kaputt schießen, ne? Weil die greifen doch auf einen. Warte mal, wir sind doch vorhin hier lang von der Seite gekommen. Da wollte sie schnappen. Oder muss ich mich von so einer Pflanze jetzt fressen lassen, weil er mich ja mit diesem Zeug eingestaubt hat. Ich meine, wir haben ja gespeichert. Versuchen wir doch mal. Oder schnappen die nur nach uns, dass wir quasi nur Schaden kriegen. Ja, warte, ich komme so hier. Ja, ja, wir kriegen nur Schaden von dem. Blöde Pflanze. Hier hinten ist aber auch nichts. Nee. Ja, 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 ne? Muss ich da etwa jetzt mal im Internet gucken? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Keine Ahnung. Wir können hier gerne noch gucken, hier hinten. Hier ist noch Munition. Hier nochmal. Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass ich hier die Scheibe einschießen soll? Nee. Okay. Nee, einfach so mal Munition da
Ich sehe hier auch keine Scheibe oder so. Irgendwas übersehe ich schon wieder. Kann ich hier was machen? Kann ich auch nichts machen. Aber wo ist denn der Typ rausgerannt? Hier kann ich auch nichts machen. Hier ist auch nirgends so was zum Klettern oder hier, dass hier irgendwie ein offenes Fenster oder so wäre. Sehe ich hier nicht. Oder ich bin blind. Ich gucke jetzt mal so die Fenster ab hier. Nee. Nee, da ist bloß wieder dieses Mistvieh. Vielleicht doch hier in der Mitte irgendwas. Ich meine, hier ist ja Wasser. Ach, hier kann ich raufklettern. Okay. Ist ja merkwürdig. Auf das Ding war oben, was viereckig war, ne? Ah. Okay. Na, es hat eine Weile gedauert. Brauche ich also doch nicht nachgucken. Ich habe mich jetzt nur gewundert, warum aus den einen jetzt hier kein Wasser rauskam. Das habe ich mich gewundert. So, war das jetzt der hier? Ja, der war das. Geheimgang. Hier wachsen sogar noch diese... Naja. Nichts wie raus hier. Ah, hier gibt es noch schön was. Noch mehr Munition. Und hier ist ein Schalter. Der macht was. Der macht natürlich die Tür auf. Na. Ich verstehe. Mann. So. Nochmal safen. Gehen wir aber in die Mitte lang, weil keine Lust, mich von die Pflanze da nochmal anknabbern zu lassen. So, dann können wir jetzt doch hier durch die Tür. Das ist eine Art Schleuse. Uff. Uiuiuiui. Was sind hier los? Sind da diese Viecher drin? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und das ist der Nephilim. Denke ich mal. Oh mein Gott, der will aufs... Der will, glaube ich, aufs, ne, mit uns kämpfen. Aber das machen wir erst im nächsten Part, würde ich sagen. Weil wir... Nee, ich glaube, wir müssen den gleich bekämpfen. Der kommt ja gleich auf uns zu hier. Das so war, haben wir nicht gewettet. Jetzt ist er da oben. Kommt zurück. Mal sehen, was er aushält. Ne, das war glaube ich nicht der Nevelin. Was ist das? Kakerlacke. Verschwindet, ihr ekligen Viecher. Kommt doch bestimmt noch mehr, ne? Oder? Also das war jetzt bestimmt nicht der Nephilim. Das war dann wahrscheinlich eine andere. So, die befreien sich nicht hier. Okay. Ah, hier haben wir noch einen.
Der war einmal. Furchtbare Viecher. Ja gut. Hat ja nur ein paar Minuten gedauert. Jetzt ist aber tatsächlich... ich will nur wissen, wo es jetzt hier wieder weitergeht. Okay, da oben sind so eine Art Schächte. Der hat uns auch nichts hinterlassen hier, dieser... Ich will nur mal gucken, die Tür, die offensichtliche Tür. Keine Chance. Keine Chance heißt das... Oh. Stirb. Oh, der ist gleich mal in die Tür reingebackt. Jetzt sind die anderen auch noch frei. Die muss ich jetzt alle töten. Oh oh, jetzt kommen ziemlich viele. Ich weiß es nicht genau, ob man die alle wirklich töten soll. Ey! Wieso hast du gegen die Wand geschossen? Ach so, weil das Vieh schon tot war. Okay, wir müssen ein bisschen sparsamer mit der Munition umgehen. Finde ich. Hier oben kamen jetzt gerade auch überall welche raus. Also ich denke mal, dass wir hier irgendwo... Nee, hier nicht. Aber ich würde sagen, das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. So, jetzt haben wir erstmal... Ja, da unten sind noch zwei, sind noch drinne. Vielleicht sollte ich da auch gleich drauf ballern auf die Scheiben. Erspare ich den. Ich denke mal, dass wir hier oben irgendwo in ein Ding hier rein können. Oder auf der anderen Seite da hinten. Man könnte aber auch irgendwie vielleicht da hoch. Da oben sieht es auch aus, als ob man da rumklettern könnte. Wir werden es sehen. Na gut, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 6. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.